Auf der Radebeul gegenüberliegenden Elbseite in Richtung Meißen liegt der kleine Ort Konstabel. Diesen wählen wir als Ausgangspunkt unserer diesjährigen Herbstwanderung zur Neudeckmühle und beginnen den Weg am Parkplatz in Konstabel. Die gegenüberliegende Straße, der Hartaer Berg, führt direkt ins Saubachtal und zur Neudeckmühle. Vorbei an dem alten Friedhof, der schon zu Pestzeiten angelegt wurde. Eine kleine Katze genießt das Streicheln unserer Kinder. Nach den Stallungen verlassen wir die Straße, um den Weg zur Neudeckmühle ins Saubachtal zu folgen. Die Jägerschaft wendet sich mit diesem Schild an die Besucher. Bitte lärmt nicht kreuz und quer auf und ab im Wald umher. Wozu gibt es sichere Wege? Denk ans Wild und seine Hege. Zu Natur- und Umweltschutz passt kein Abfall und kein Schmutz. Einige Meter weiter benutzen wir die Brücke über den Saubach und sind mitten in der schönsten Natur. Bevor wir unsere Wanderung am Bach fortsetzen, nehmen wir uns Zeit für die Betrachtung der Kühe mit ihren Kälbern. Das erste Stück im Saubachtal ist durch seine weiten Wiesen besonders schön. Wir gehen nun am Waldrand mit der grünen Markierung den Weg bis zur Neudeckmühle. Auf dem Weg gibt es so manches zu entdecken. Die Betrachtung der Natur lässt uns immer wieder anhalten. Hier stoßen wir auf einen Gedenkstein mit der Inschrift Rudolf Maune, Frankreich 1918. Eine Bauernfamilie ließ ihn zum Gedenken an ihren gefallenen Sohn hier aufstellen.
Übrigens, die wilde Sau entspringt unweit von Grumbach bei Wilsdruff und hat eine Länge von etwa 20 Kilometern. Nun haben wir die letzte Brücke erreicht, die uns wieder auf die andere Seite des Saubaches bringt. Kurz vor dem Ziel gibt es noch eine kleine Schatzsuche. Ja! Und wir suchen hier den versteckten Geocache. Der letzte Weg bis zur Neudeckmühle ist kurz und wir erreichen hungrig das historische Gasthaus. Von der Neudeckmühle führt uns unser Weg nach Röhrsdorf. Hinter den Feldern können wir schon bald die Röhrsdorfer Kirche erblicken. Nachdem der Weg uns durch den Kirchgarten geführt hat, suchen wir nach einer Möglichkeit, ins Regenbachtal zu kommen. Wir gehen die kleine Dorfstraße entlang. Die Schafe fressen uns das Gras aus den Händen. Die Straße endet in einem Gehöft. Oh, wir hätten schon am Wegweiser abbiegen müssen. Spielend und jagend gelangen wir zu unserem Ausgangsort zurück.